Hallo Leute und herzlich willkommen zu Chalupi. Heute, ja, sind wir wieder da. Okay Leute, uns sollte niemand Geld geben. Alles klar, Digga. Okay, wir gehen jetzt raus, reparieren dann erstmal das Auto. Ich weiß gar nichts. Ja, danke. Es ist wirklich hier. Let's go. Oh, das ist so geil. Okay, ich weiß nicht, ob wir das hochfahren können. Ich hoffe mal. Eher weniger. Okay, dann schieben wir es kurz hoch. Ich weiß ja nicht, ob ich es schaffe. Naja, ich nehme es mal mit, soweit es geht. Okay, alles klar. Direkt in den Reifen geplatzt. Ja, heute, wie ihr seht, wieder ohne Facecam. Nicht, weil sie ausgefallen ist, sondern wegen der Ausstellung habe ich heute mal schon mein Pult reingeräumt, da wir es morgen, am Morgen halt auseinander noch nehmen werden. Also, das, ja, es ist halt zu groß, deswegen muss ich auseinandernehmen. Deswegen haben wir es heute schon freigemacht. Jetzt bin ich hier auf so einem, keine Ahnung, so einem Campingtisch auf jeden Fall. Und ja, jetzt ist es auf jeden Fall so, dass wir ja halt ohne Facecam spielen. Ich habe mir auch noch überlegt, ich habe so ein bisschen Formel 1 hatte ich gedacht, ich könnte auch mal ein bisschen Online-Racing machen. Einfach mal zu gucken, ja, wie ich mich dann mit anderen Fahrern so schlage. Ich bin gespannt, wie das rauskommen wird. Vielleicht kommt da auch ein Video dazu, ich weiß es noch nicht so genau. Ja, okay, warte, wir müssen hochlaufen. Dann nehme ich kurz eine Weinflasche mit, dann das Portemonnaie und dann können wir einen Kanister kaufen. Ich meine, jetzt haben wir eigentlich auch genug Platz für das. Dieses Motoröl haben wir ja noch, dann können wir einfach kurz hochfahren und den Rest dann oben reparieren, komplett. Was ich mir auch noch überlegt habe ist, also jetzt wieder bei Chalupi, dass wir uns einfach ein Dings kaufen könnten. Neue Motorteile, bessere Motorteile, die nicht so schnell kaputt gehen und so, weil Motorteile sind gar nicht so übertrieben teuer. Tatsächlich. Also bis auf gerade so der Motor ist halt relativ krank teuer. Aber sonst geht alles relativ klar. So circa 100 bis 200 Dollar hier. Ich meine, wir haben jetzt viel Wein. Der sollte dann auch easy weggehen eigentlich. Von daher, ja, mal gucken. Hä? Leute, guck mal, ich bekomme nur noch 10 für den Wein. Nein, das ist nicht deren Ernst. Jetzt ist der Preis runtergegangen. What? Das kann doch nicht wahr sein. Oh nee, Digga. Oh nee, warte, ich drop den Wein hier kurz. Und einmal Benzinkanister. Die können wir eigentlich noch so eins mitnehmen. Ich meine, das Portemonnaie können wir dann fliegen lassen. Und dann zahlen wir das kurz. Genau, danke. So. Wir dürfen einfach den Wein nicht vergessen. Als ob der Wein jetzt so billig ist wieder. Och Mann. Wir hätten das alles noch in der letzten Folge verkaufen sollen. Ach Gott. Naja, was soll's. So Leute, voll getankt. Ich nehme jetzt mal alles wieder mit. Und dann sehen wir uns wieder unten. Oder wir sind jetzt wieder back. Ich mache jetzt hier kurz auf. Genau. Da repariere ich jetzt erstmal hier noch so ein bisschen was. Zum Beispiel der Motor. Oh, keine Ahnung. Das hier. So. Kommt hier mal noch Benzin rein. Leute, wir haben jetzt halt nur eine magere Ölmischung. Aber naja. Das ist ja eigentlich egal. Leute, wir kommen immer noch nicht hoch. Wir brauchen neue Räder. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ganz ehrlich, das ist doch auch behindert. Mann, ich muss jetzt nochmal hochrennen. So, da sind wir wieder. Oh, das Shop. Zumindest hat die Medizin noch so ein bisschen verkauft. 33 nämlich sogar. Seht ihr? Bam, Alter. Ach, es hat wieder nur ein Geländereifen. Es ist zum Kotzen, Leute. Egal, eigentlich sollte das aber reichen. So, Leute, jetzt werden wir... Ich habe jetzt, wir hätten hinten halt noch ein Rad, das wir noch montieren könnten. Falls es hart auf hart kommt. So. Wir montieren jetzt hier erstmal das Neue und gucken mal, ob das schon reicht. Weil ich glaube... Wenn die zwei vorderen da sind, dann wird das reichen. Hoffe ich mal. Ja, guck, jetzt geht's schon viel besser. Und dann fahre ich jetzt noch kurz hoch, dann repariere ich den ganzen Rest und dann gebe ich euch oben Bescheid, wenn wir zum Leica Store können, beziehungsweise wenn wir weiterfahren können. Und Leute, es ist jetzt alles voll getankt. Wir gehen jetzt mal zum Leica Store in der Hoffnung, dass wir da vielleicht etwas Geiles kaufen können. Bezüglich Motorteile. Wir haben jetzt nur noch gerade ein bisschen weniger als 100. Ostmark. Ich hoffe, das wird reichen. Ich habe jetzt noch ein Reparaturkit gekauft, aber es noch nicht benutzt, weil ich halt nicht weiß, was ich dann gleich kaufen kann oder werde. Ich habe noch die Boxen oben auf dem Dach verkauft. Die haben aber eigentlich praktisch gar nichts gebracht, weil alles hat irgendwie einen Kaufwert von 0,4. Naja, ich habe es trotzdem verkauft, damit wir Platz hätten. Und ja, jetzt gucken wir mal, was es hier so Schönes gibt. Für die Upgrades gibt es sowieso jetzt nicht so Geiles. Das haben wir sowieso schon, ja. Okay, ich würde sagen, wir kaufen uns sicher mal eine neue Batterie. Ich meine, die ist krass. Dann kaufen wir uns hier auch noch so eine Triple Barrel. Dann hier auch noch so einen Luftfilter. Ah, den können wir nicht bezahlen. Toll. Okay, Leute, ich habe jetzt, glaube ich, nur eine Triple Barrel und genau einen Luftfilter gekauft. Weil ich glaube, das ist hier relativ, ja, wichtig, wenn wir bessere Teile haben. Weil, ihr müsst wissen, denn das ist das hier. Erstmal ist es schwerer. Und zweitens mal, ja.
bringt uns fast viel mehr Motorhaltbarkeit. Genau, es ist sowieso, sieht besser aus und alles. Hier haben wir tatsächlich schon den krassesten Tank, den es gibt. Zündspulen werden wir jetzt auch nochmal ersetzen. So, die geben uns auch nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Also nicht Geschwindigkeit, sondern eben zum Zünden weniger Dings, ja. Ja, wir sind jetzt wieder fast pleite. Ich suche mal jetzt eine Route aus und gucke, wie teuer das der Wein ist. Die Leute, der Wein ist kaum teurer geworden. Das heißt, ich fahre jetzt mal zur Grenze und dann weiter. So, Kaffee ist verboten, haben wir nicht dabei. So, sie haben nicht kontrolliert und alles. Dann können wir jetzt einfach wieder weiterfahren. Dann gebe ich euch Bescheid, wenn ich irgendwas finde. Und ihr Leute, kennt ihr diesen Wald noch? Da haben wir auch nicht gute Erfahrungen gemacht. Aber naja, vielleicht läuft es ja heute besser. Guck mal, was das für eine Achterbahnfahrt ist. Hier geht's wieder richtig hoch. Hier hinten ist gerade mega runtergegangen. Und wo geht's jetzt hier durch? Wahrscheinlich wieder, Alter, das ist ja krank hier. Wir laufen noch 140 Kilometer. Alter, wir haben gerade übelsten Speed. Das ist geil. Oh nee, jetzt geht's wieder hoch. Alter. Och Mann, ey. Genau, da vorne ist auch gerade die Tankstelle. Ich habe jetzt hier noch so eine Kiste gefunden. Die packen wir natürlich direkt hier oben drauf. Ja, dann gehen wir mal zur Tankstelle und gucken mal, was wir denn so... Alter, mein Gott, ich will rein. Vielleicht können die uns dort noch Wein ein bisschen teurer ankaufen. Ich vermute zwar nicht, aber wäre natürlich cool, wenn... Naja, wir sind uns auf jeden Fall dort. Leute, da wäre es nicht hochgegangen. Macht eigentlich Sinn. ja, der Tank ist auch noch über die Hälfte voll. Wir haben jetzt auch nur noch die Hälfte vor uns. Das heißt, sollte eigentlich reichen. Und wenn, hätten wir noch einen Ersatztank. Und eigentlich so drin hat es eigentlich nichts, was wir noch hätten gebrauchen können. Außer vielleicht noch ein Reparaturkit. Aber ich habe ja noch eins und wir wollen jetzt dann sowieso erstmal den ganzen Motor neu machen halt alles. Jedes Teil mal aufs Beste machen halt. Und deswegen, ja, spare ich jetzt das Geld. Ich habe zwar nur noch 4 Ostmark. Ich hoffe, wir bekommen zuerst noch von jemandem Geld, bevor wir das Zimmer zahlen, ey. Oh ne, Leute, mir sind Reifen geplatzt. Egal, wir ziehen jetzt noch durch. Ich meine, hier vorne ist ja auch schon die Stadt. Relativ chillig. Okay, hier ist auch direkt das Motel, okay. Eieiei, oh. Das hat gescheppert, Alter. Okay, wo ist der Reifen geplatzt? Ja, war das ist eigentlich egal, weil wir nehmen jetzt mal kurz das Geld. Drüben? Nee, okay, auf der anderen Seite. Ah, okay, der Reifen. Na, müssen wir den dann auch nochmal ersetzen? Egal, Alter, die Schraubwolke ist einfach immer noch da. Okay, jetzt müssen wir hoffen, dass wir Geld bekommen. Boah, 35. Eigentlich schon. Ich muss kurz erstmal Leute belästigen. Nein, Leute, wir haben von niemandem Geld bekommen. Scheiße, ey. Ja, wir müssen jetzt Wein verkaufen. Weil ich glaube, so geht das ja nicht. Nee. Oh, Leute. Hier ist nochmal Wein drin gewesen in diesem Paket. Das kostet 25. Okay, die kosten nur 10. Reicht aber leider nicht ganz. Da müssen wir trotzdem 12 verkaufen. Ja, Leute, wir haben jetzt halt 40 wieder. 1B, okay. Ja, haben wir schon. Hat leider nichts gebracht. Ja, dann müssen wir hoffen, dass wir morgen wieder ein bisschen was bekommen. Dann können wir auch das Geld gleich zum Tanken benutzen. Dann sollten wir mal wieder ein bisschen Güter finden eigentlich. Naja. Okay, Leute, das ist mit dieser Folge. Chalupi. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. So, gemütlich einschlafen auf jeden Fall. See, as you twist the tiles beneath our feet.